Ein echter Dings da, kennt keinen Dings da. So, und zwar verrate ich jetzt nicht, was ich mache, aber ich habe vor, hier so einen Stall zu bauen, hier so einen Holztorbogen und hier so einen überdachten, mit Holz überdachten Aufgang zum Haus. Im Survival. Es ist eine super Idee, Herr Sommer. Also ich gratuliere auch jetzt schon mal. Du wirst da viel Spaß und Freude dran haben, vermute ich. Ganz klasse Sache, gut ausgedacht. Toll. Ich glaube, das ist echt super. Da kommt noch der Creative-Größenwahn in mir gut durch. Das ist, wir bauen hier mal eben irgendwie was ganz Großes. Das muss so sein. Ganz groß. Bombastisch. Bombastisch. Also wenn es danach geht, hätte ich also auch gerne eine Trabantenstadt bauen können oder sowas. Oder es ist hier, so war es nicht gedacht. So eher. Ich wollte den Berg so ein bisschen nach da weiter ausbauen. Dafür werden natürlich die paar Erdblöcke, die ich jetzt noch habe, nicht ausreichen, aber zum Anfang reicht es ja. Na komm. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Etwa bis da, also noch zwei Blöcke. Wie viele Erdblöcke habe ich noch? 30, das reicht nicht. Ja, das ist, ja, komm, dann fange ich mal unten an. Schön unten, ganz unten anfangen. Unten hoch, langsam hocharbeiten. Zack, da und da und da. Jetzt noch 15. So und so. Ach Gott, so früh hallo, so früh schon mit Terraforming anfangen ist, glaube ich, ein Fehler. Nanu, Nanu, Nanu. Wie geht's denn hier? Das, da, da, du, da, da so hoch, okay. Was machen meine Bäume? Meine Bäume, ich kann meine Bäume nicht sehen. Das ist ja hier auch irgendwie interessant. Ob ich da gerne einen Wasserfall hätte, irgendwie schon. Und einen kleinen See. Oh ja, ein kleiner See und ein Wasserfall. Das wäre total toll. Die will ich da jetzt auch bauen. Ganz unkoordiniert bin ich hier zugange. Das ist schön. Das ist wie in alten Zeiten. Aber ich bin schon lange nicht mehr gestorben. Ist doch nicht wie in alten Zeiten. Naja, Unterschiede gibt es immer. Ja. Lal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 
Wohin? Das ist eine gute Frage. Wohin damit? Also auf jeden Fall mache ich da so ein Holzdingsweg, finde ich echt, glaube ich, ziemlich witzig. So, hier kann noch ein bisschen mal so drei dran und dann können hier auch noch welche. Ups, ich habe ja gar nichts mehr. Können ja auch noch ein paar dran. Da und da, ja, meinetwegen auch so viele, ist kein Thema. Bitte sehr, danke, bitte danke. So, und dann machen wir hier mal so ein bisschen so eine, so vielleicht, so eine kleine Ausbeulung. Und da, und jetzt muss ich hier erstmal eben das Löchlein füllen. Mit Erde. Diesmal packe ich den auch mal an die richtige Stelle. So, nämlich an beide zur Sicherheit. Oh. So ist doch okay, glaube ich. Wir wollen ja auch, dass es ein bisschen so einen leicht geschwungenen Verlauf hat. Sag ich mal so. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt, aber ich möchte das schon ganz gerne. Und von daher mache ich das einfach mal. Dann nehme ich auch keine Rücksicht auf euch. Mache ich einfach, wie ich das will. So, zack, fertig. Schaufel. Oh, die ist auch nicht mehr lange da. Aber den einen habe ich wenigstens noch geschafft. Und jetzt hier mal ein bisschen. So, das kommt da weg. Das ist, glaube ich, eine ganz schicke Bucht. Jo, da kann man schön Wasser runterfließen lassen. Und zwar auf voller Breite. Oder müsste ich vorher noch, nee, Naturstein jetzt wieder zurückbrennen, also Kappel wieder zu Naturstein brennen, ist, glaube ich, eine Sache, die mache ich jetzt noch nicht. Dafür sind wir echt noch nicht weit genug. Nee, aber hier hätte ich wirklich gern See und deswegen sehe ich hier eine Möglichkeit, wie ich den da machen, wird das schon wieder, also heller wird es auf jeden Fall nicht gerade. Irgendwie, finde ich, wird das schon wieder ein bisschen zippe-zappe düster hier. Ja, okay, ein bisschen Feintuning hier noch an den einzelnen Erdblöcken. So, zack. Mal ein bisschen die. So, dann kann man, ich würde sagen, wo soll man denn hochgehen? Hier hoch? Nee, oder? Eigentlich ist da schon echt gut. Aber ist natürlich irgendwo auch doof. Weil, oh, Märchen liegt schon zu Bette und es wird ja auch dunkel. Ich sollte mich also auch dann irgendwie auf dem Weg in Richtung Haus begeben. Und rein und juhu. Und ich schlafe auch. Ich schlafe. Guten Morgen. Ich hatte einen Traum. Ich habe geträumt, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich habe geträumt, dass ich eine Spende erhalten habe von Frau Angela Merkel und ich habe mich sehr darüber gefreut. Aber nee, war nicht so, war nur ein Traum. Habe ich also nicht gekriegt, ich hätte mir eine Schaufel mitnehmen sollen. Wozu war ich oben, wenn ich da nicht dann wenigstens die Gelegenheit genutzt habe, mir eine Schaufel in die Tasche zu packen. Ja, kann ich jetzt auch so spontan nicht beantworten. Ich habe ja viel dabei. Eine Schere, aber keine Schaufel. Doof eigentlich gelaufen. Das Jodeldiplom von Loriot. Also anders ausgesprochen, Loriot. Wer es nicht kennt und ein wenig geistige Reife besitzt, möge doch bitte sich das einfach mal anschauen. Es ist cool. Kann man auch bei YouTube ohne Probleme finden. Ich habe ja gar keine Schaufel. Die kann ich also hier auch nicht finden.
Ich baue da jetzt erstmal eben hier ein bisschen so zwei. So, bis wo? Bis da. Bis du. Da, die, du, da. Die, du, die. Die, die, da, da, du, da. So ungefähr hatte ich mir das jetzt gedacht. Die Erde ist weg und die Wanne ist voll. Das sieht doch schon ein bisschen mehr nach dem Weg aus. Zack. Und hier mache ich doch, ich mache das hier doch mal. Ich mache das einfach mal. Auch wenn das, ich habe, glaube ich, doch dafür jetzt nicht so ganz genug Erde. Aber vielleicht mache ich es auch ein bisschen anders noch. So, jetzt kann ich mal eben gucken, was machen die Bäumchen, die ich gepflanzt habe. Es ist ein Rosensprungen aus einer Wurzel zart. Naja, wenigstens ein großer Gigantobaumus. Ist ja auch nicht ganz verkehrt. Ich habe noch ein Hähnchen in der Hand. Das kann ich mal eben hier kurz verschlickern. Jam. Ich hätte jetzt gerne ins Mikro geröpst, weil fettes Essen halt, ne? Fettes Essen, viel Bier, kann man auch mal rübsen. Und, aber ging gerade nicht. Bei Gelegenheit werde ich das dann vielleicht mal nachholen. So, da habe ich einen weggemacht, der hätte nicht weg, nicht hätte weg sollen. Da habe ich nicht Obacht gegeben. Und infolgedessen stehe ich jetzt blöder da als vorher. Das ist ja total kacke. Hallo! Ach, Manno! Mir fehlt ein Seed. Gibt es da nicht zwei wenigstens? So, jetzt stehe ich genauso gut da wie vor der Ernte. Toll. Ach, Manno. Ach, das finde ich aber jetzt. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich gehe jetzt nach Hause. Legen kann ich ja nur nachts, aber ich stelle mich dann in die Ecke und bin ganz traurig. Nee, natürlich nicht. Was habe ich jetzt noch so dabei? Müssen wir auch mal eben von hier irgendwo gucken. Ich wollte, glaube ich, hier gar nicht hin. Ich wollte ja woanders hin. Wo war das noch, wo ich da hingewollt hatte? Gewesen. Wo war das gewesen? Hier war das gewesen. Da fallen gerade... Oder wollte ich einen Wasserfall runterlaufen lassen? Irgendwo in der Gegend. Stört das? Ah, Märchen macht das eh gerade wieder zu. Dann brenne ich vielleicht jetzt doch mal ein paar Steine, aber wir haben eigentlich noch nicht genug Kohle, ne? Haben wir genug Kohle? Bitte? Der Ofen ist voll mit Steinen schon, okay. Da wächst immer noch kein Getreide in ausreichender Menge. Mist. Hallo Ofen. Drei, ja. Kohle. Ich würde sagen, wir haben drei 64er Stacks Kohle. Wie haben wir die denn? Wo haben wir die denn her? Die hast du gefunden. Ah, hier könnte man natürlich so einen schicken Ausgang nach unten machen und hier fließt dann Wasser. Meinst du? Aber, ach so, treppenmäßig bin ich gerade schon zugange auch. Aber es macht ja nichts. Können wir auch zu zweit. Ich wollte gerne eine Indoor-Treppe machen. Ah, eine Indoor-Treppe. Okay. Ich hatte mir so eine überdachte Outdoor-Treppe gerade irgendwie im Kopf. Eine schicke Hängebrücke. Ja, da muss man einfach mal einen Berg bauen. Wenn hier kein Berg in der Nähe ist, dann muss man einen Berg bauen. Ich hätte gerne einen 128x128x128 Blöcke großen Berg. Quadratisch praktisch gut. Aber hier ist wirklich kein Berg in der Gegend. Eine Hängebrücke. Hollali hi und hollali ho. Hier kann man höchstens so eine schräg. Was ist denn da unten los? Hast du da Sand her? Bestimmt, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Nee. Dafür ist das... Nee. Hier draußen. Da unten.
Ah, das könnte. Hast du da Sand hergeholt? Ich auch nicht. Schuhsein vielleicht. Da war so ein Loch. Ah, okay. Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Was ja nichts heißt. Grundsätzlich erst einmal. So, schauen wir mal einmal. Zwei Seeds. Jawohl, es wird doch. Juhu. Zack, da, so, zack, fertig. Der nächste, bitte. So, jetzt muss ich mir erstmal im Klaren werden. Ich glaube, das mit dem Wasserfall lasse ich dann jetzt erst einmal noch. Weil ich komme da so gar nicht dran. Und da müsste, glaube ich, noch ein bisschen... Ja, ich glaube, na, vielleicht... dann gib mir mal eben Wasser. Vielleicht sind da ja noch Steine übrig geblieben. Einer. Einer reicht nicht. Sind da noch welche drin? Nee, sind es nicht. Und den lasse ich mal bitte in meinem Inventar. Nee. Ja, aber später vielleicht. Aber ich glaube auch, dass ich die Aufnahme jetzt erstmal beenden möchte für heute. Um dann später irgendwann weiterzumachen. An dieser Stelle also alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, hat euch ein bisschen das, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Bin gespannt, was hier noch so alles passieren wird. Und wir sehen uns hoffentlich dann demnächst auch wieder. Bis denn. Tschüss.